Okay, ich kann mal damit einsteigen. Wir begleiten die Generalversammlung der Volksbank Euskirchen jetzt ja schon über mehrere Jahre. Das heißt, ich kenne also das, was da unten im Saal passiert, was vor mehreren hundert Menschen passiert, live als Präsenzveranstaltung, wirklich mittlerweile, so könnte man sagen, aus dem FF. Hier und heute war im Prinzip alles neu für uns. Das heißt, wir mussten uns überlegen, was wollen wir denn überhaupt? Wie wollen wir die Generalversammlung in digitalen Zeiten darstellen? Was möchten wir den Zuschauern transportieren für ein Gefühl und für einen Wert dieser Veranstaltung? Denn auch da gilt natürlich, alles ist neu. Wer schaut sich freiwillig 35 Minuten oder 40 Minuten wirklich trockene Inhalte an? Das muss man schon gut aufbereiten. Ich denke, das ist uns in Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern auch des Kunden sehr, sehr gut gelungen. Für uns war es unglaublich hilfreich, dass wir neben unserer sonstigen Medienerfahrung natürlich hier auch immer Ansprechpartner hatten, mit denen wir im Vorfeld klären können, geht das so, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Und ich denke, das Ergebnis, was im Endeffekt dabei rauskommt, spricht für sich. Noch ist es nicht fertig. Ich bin selber sehr gespannt, aber von dem, was ich gesehen habe und von den Ideen, die ich im Kopf habe, ist das schon mal genau die richtige Richtung. Alles in allem, super Veranstaltung, von mir aus gerne im nächsten Jahr nochmal so. Wobei Publikum dabei ist auch nicht schlecht.